Als nächstes jedoch der Lette Konstantin Kostin, der 23-Jährige, der mittlerweile seit 4 Jahren in Boston, in USA, trainiert, dort auch von amerikanischen Trainern unterrichtet wird. Er versucht, wieder Anschluss an die Weltspitze zu finden, nachdem er sich 1994 und 96 jeweils das rechte und das linke Bein brach und nicht an Meisterschaften teilnehmen konnte. Dreifacher Axel, Doppeltulup zu Beginn seines Programms zur Musik von Yellow. Ein kleines Gimmick, was Konstantin Kostin hier eingebaut hat. Ein von ihm selbst erfundener Schritt. Ich denke, das war für Konstantin Kostin ein gelungener Wiedereinstieg in die Weltmeisterschaftsgilde. Nachdem er 92 und 93 immerhin 13. und 14. Plätze davontragen konnte, hat er sich mit dieser Leistung zunächst einmal zurückgemeldet. Leider beim Dreifach-Lutz hier in der Zeitlupe zu sehen, ein wenig von der Außenkante weggekommen. Das ist natürlich von ihm so platziert worden, dass die Preisrichter es möglichst nicht sehen. Sollten sie es doch tun, würden die gnadenlos eine Punktzahl von 0,1 bis 0,3 Punkten in Abzug bringen. Nochmal sein letzter Sprung, der doppelte Achse. Es wäre interessant zu sehen, jetzt nochmal diesen speziellen Schritt am Ende seiner Sequenz, wo er praktisch durch ein Spreizen der Beine für kurze Zeit mit keiner Schiene auf dem Eis war.
Seine Trainer Mary und Evie Scottfold, mit denen er auch zusammen in Boston jüngere Schüler unterrichtet, sind zufrieden, unterhalten sich bereits über die Pläne für morgen, für das große Programm. Ich denke, es besteht wenig Zweifel daran, dass auch Konstantin Kostin morgen unter den 24 Läufer sein wird, die in die abschließende Kür gehen. Hier der technische Delegierte der ISU, der den ordnungsgemäßen Ablauf überwacht, Jörg Wilhelm aus der Schweiz. Stand hier ein kleines Problem mit der Ermittlung der Noten zu geben. Es ist mittlerweile so, dass die Preisrichter keine Kästchen und Täfelchen mehr hochziehen, sondern das alles sofort in ein Computerterminal eingeben, sodass es sofort auch entsprechend ausgerechnet werden kann. Jetzt hat der technische Delegierte sein Okay gegeben. Die Noten, sie liegen zwischen 4,5 und 5,3 für die A-Note. 5,0 bis 5,4 für die B-Note. Die deutsche Preisrichterin Sissi Krick aus München, sie liegt mit einem vierten Platz am untersten Ende der Latte. Insgesamt für ihn ein fünfter Platz hinter dem Aserbaidschaner Igor Paskiewicz.